Aber in Aussicht gestellt, wenn ich in eine Taverne namens Splitterflasche auf. Ach so. Ich musste erst Brynjolf. Schlechteres auf den Sonnenschein. Ah, okay. Hä? Ja, aber die, das Splitterte ist doch gar nicht da. Markierter Ort. Nein, nein, da. Rattenweg. Finde in der. Wollt ihr mich verarschen? Will ich mich verarschen? Will ich mich verarschen? Jetzt muss ich da einmal ganz rumlaufen, oder was? Ah, das ist die Bettlerecke. Ich bin falsch gelaufen. Ach, Vollidiot. Ich habe nicht darauf geachtet, das ist die Bettlerecke. Ah. Los geht's. Rattenweg. Oh mein Gott, Entschuldigung. Wie peinlich. Darf ich nicht hier sein? Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib die Was Haut war abziehen. Das? Habt ihr etwas gehört? Ha! Hab euch! Okay. Sie hassen mich auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. So wissen, meine ich. Dann werde ich jetzt mal das machen, was ich immer machen wollte. Also. Dann fängt es also jetzt an. Weil ich steigere die. Wieso habe ich das? Nein. Amulett. Da. Und den Ring der Bögen. Sehr gut. Und Waffen, da haben wir jetzt nämlich, denke ich mal, genug. Abgeschworenen Pfeile sind ja scheiße. Die kann ich auch wegschmeißen. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Wir brauchen sowas. Oh, die auch nicht. Pfeilmer-Pfeile. Und ich freue mich schon. Aber ich habe Stahlpfeile wieder genug. So. Dann wollen wir mal. Ich weiß nicht, Raff. Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Warum führt ihr euch immer wie ein großes Kind auf? Ich habe uns so weit gebracht. So weit? Wir leben in einem Abwasserkanal. Ihr sagtet, wir würden ein Haus so groß wie das der Schwarzdorn-Familie haben. Ihr kümmert euch darum, Leuten die Köpfe einzuschlagen. Ich kümmere mich um die Gilde. Einverstanden? In Ordnung. Ich überprüfe den Eingang zum Rattenweg. Ich bin gleich wieder... Was war das? Hä? Warum wird der als böse dargestellt? Das war schon alles. Sollte ich nicht zu denen eigentlich? Ich bin so verwirrt. Ich dachte, ich soll hier hin. Ich dachte, ich soll hier hin. Schwarzgier. Ich bin so verwirrt. Warum haben sie mich angegriffen? Yay. Warte mal, was war das? Bergenbogen, ja, scheiß drauf. Nein! Wie machst du das denn jetzt? Hä? Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Lydia, du bist scheiße. Warum? Wo bist du denn? Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Bin ein bisschen verwirrt, warum da jetzt ein Angriff ist. Warum die mich angegriffen haben, muss ich zugeben.
Experten aufschließen. Ach, Lydia, du findest mich schon noch. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ein Taugenichts. Gefällt euch das? Danke, Lydia. Ich habe mich nur ein bisschen schlagen lassen, damit meine Rüstung mal höher geht. Oh, es geht durch ihn durch. Lecker. Komm, Lydia. Da unten müssen wir hin. Warum töte ich jetzt nicht eigentlich die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten möchte? Oder habe ich irgendjemandem gesagt, ich werde gegen die angehen? Ich bin so verwirrt. Eisen, Streitaxt, Bergblumen. Und man sieht so gut wie gar nichts. Aua. Aua, ja, doppelt und. Gian die Faust. Ist das alles, was ihr könnt? Doingi, doingi. Gian die Faust, Ring der Stärkung. Ja. Zusätzliche Schaden für Waffen los. Na dann. Warum ich noch nicht speichere, fragt ihr. Weil ich noch nicht weiß, ob ich das wirklich mache. Ich will jetzt einmal gucken. Wir sind fein. Komm, lass uns einfach mal durchgehen. Wenn er nämlich sagt, gut gemacht, dann weiß ich, dass ich das richtig, also dass alles in Ordnung ist. Aber ich frage mich, warum ich die alle umbringen soll. Ich meine, er weiß schon, dass er damit mit dem, was er gesagt hat, jetzt seine Leute umgebracht hat. Ich bin so verwirrt, weil ist das nicht total gemein? Ist das nicht eigentlich so total fies? Komm mal zu uns. Wenn du es schaffst, dann bist du stark genug. Hallo, wo ist er? Ich kann wohl mit eurem Gesicht arbeiten. Schließlich hat ein Bildhauer auch nicht immer den feinsten Granit zur Auswahl. Was? Das haben wir alle schon mal gehört. Finde den Gesichtsformer. Ah, ihr müsst der Gesichtsformer sein. Einst übte ich meine Kunst in den Salons und Gutshäusern in den nobelsten Kreisen Tamriels aus. Heutzutage entstammt meine Kundschaft ausschließlich dem Abschaum Himmelsrands. Aber das macht nichts. Die größten Künstler werden niemals zu ihren Lebzeiten erkannt. Ihr seid also als hätte ich mich durchkämpfen sollen oder so hätte ich mich durchschleichen sollen? Gestalten? Ich möchte mein Aussehen verändern. Wisst ihr eigentlich genau, was ihr da macht? Ich war nicht immer eine verlumpte Bettlerin. Ich habe meine Kunst von den Meistern des Fleischformens gelernt. Nö. Ich habe an der Fakultät der Chirurgen in Wolkenruhe gelernt. Chirurgen? Natürlich. 3 Jahre lang wandelte ich unter den hohlgesichtigen Männern von Nohutogra. Der Adel des Reiches und des Bundes zählt zu meinen Kunden. Und doch bin ich so tief gesunken, dass ich mich vor einem Wanderer in den Abwässern der hinterletzten Provinz rechtfertigen muss. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich will nicht speichern. Ach man. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige gemacht habe. Ihr braucht einen Rat? Sie an. Ich bin beeindruckt, Würschchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Wurde fast umgebracht. Hierher zu kommen war einfach. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Also,
Nun, da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Schuldner? Was haben sie denn getan? Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres auch Tuns Diebe erläutert. Klingt gut. Kiraba, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Wie soll ich vorgehen? Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Mache ich auch nicht, keine Sorge. Bekomme ich einen Anteil? Natürlich erhaltet ihr einen Anteil. Wir lassen unsere Leute nicht im Stich. Sympathisch. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Oh, okay. Was ist denn Helgas Geschichte? Helga ist eine fromme Anhängerin von Libella und ganz vernarrt in ihre Götterstatue in der Herberge. Setzt sie als Druckmittel ein, damit sie nachgibt. Könnt ihr mir mit Bersi helfen? Solch einen eigensinnigen Mann werdet ihr kein zweites Mal finden. Der Schlüssel ist diese hässliche Zwergenurne in seinem Laden. Wenn ihr sie zerbrecht, wird er seine Einstellung ändern. Okay. Sehr gut, zerstöre Bersis kostbare Zwergenurne. Habt ihr Tipps auf Kirava? Kirava ist stur, aber die Familie ist ihre Schwachstelle. Redet mit Talen Yai im Bienenstich und versucht etwas herauszufinden. Sie kennen sich gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Nett. Nutze Talen Yai, um an Kirava ranzukommen. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Habt ihr schon etwas für uns? Nein, nein. Ich mach mal einen extra Speicherpunkt. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob ich das mach so richtig... Mach keinen Ärger. Hallo. Dem letzten, der Feckel Ärger bereitet hat, wurde der Schädel zertrümmert. Warum nennt man euch Heuler? Tut man das? Man nennt mich Heuler, weil Geheule das Letzte ist, was ihr hört, bevor sie euch zu Grabe betten. Okay. Warum? Findet ihr den Namen lustig oder wie? Auf keinen Fall. Der Name würde jeden eigentlich überreden. Das ist komisch. Habt ihr ein Problem? Nein, auf keinen Fall. Ach ja? Finde ich auch. Ihr seid ziemlich schlau. Hey, hier. Nehmt einen aufs Haus. Danke. Helft mir mit Sprünge. Weshalb werde ich noch einmal Heuler genannt? Wie ich euch schon gesagt habe, nennt man mich Heuler, weil Geheule das Letzte ist, was ihr hört, so, bevor sie euch zu Grabe ist es so wichtig, dass ich da nochmal nachfragen darf? Ist das wirklich so wichtig? Okay. Feckel mag es nicht, wenn Fremde in der zersplitterten Flasche herumschleichen. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen können. Hier gibt es keine Almosen. Okay, erzählt mal was. Ich kenne euch nicht, also haben wir auch nichts zu besprechen. Wie wäre es, wenn ihr erstmal in der zersplitterten Flasche macht man zwei Dinge. Okay. Hallo, Vex. Ich bin nicht hier, um euch das Händchen zu halten. Sieht aus wie der von Metal Gear. Das könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Okay, dumme Kuh. Habt ihr schon etwas für uns? Delvin. Sprecht wieder mit mir, wenn ihr euch Brynjolf unter Beweis gestellt habt. Könnt ihr mich schleichen unterrichten? Bleibt an meiner Seite. Dann wird niemand brauche ich ja nur noch ein bisschen. Ja, okay, ich brauche nur noch ein bisschen. Plattenweg, Gewölbe. Vorratsschrank, Schlüssel erforderlich. Wer hat jetzt einen Schlüssel, den ich auch bekommen kann? Nein, nein. Oh. Meine Fresse. Macht keinen Ärger. Sonst nein. Gibt es Ärger. Ja, mach ich doch nicht. Wer bist du? Wenn ihr zwischen Feckel und mir läuft was. Ich rate euch deswegen, lieber die Finger von den Waren zu lassen. Zwischen Feckel und dir läuft dem was. Dem Letzten, der Feckel Ärger bereitet hat, wurde der Schädel zertrümmert. Feckel, Feckel the Man. Feckel the Man, so natürlich. Gucken, ob er das hat, was ich brauche. Wo ist denn der Schlüssel? Warum soll ich ihn beklauen, wenn er nicht mal einen Schlüssel hat? Dankeschön. Hat er den Schlüssel hier reingetan? Nein. Ach, ihr könnt mich mal. Feckel mag es nicht, wenn Fremde in der Feckel ist mir vollkommen fuck egal. Feckel kann mich mal. Feckel hier, Feckel da, Fella, Fella, Rupsasa.
mein Gott, das ist ein bisschen unaufgeräumt hier. Könnt ihr nicht was Schönes draus machen? Mein ja nur. Fackel, Facke, Fuckel. Wickel, Fack, Fuck, Fick, Fick. Aber das wird, denke ich mal, wie bei Fallout sein. Am Ende werde ich die meisten Schlüssel nicht finden. Naja, vielleicht wollen wir die wirklich wieder töten. Ich weiß, ich sollte ins Gewölbe gehen, aber ich will hier nochmal lang und gucken. Fickel, Fügel, Fackel, Fickel, die Fuck, Fack, Fack. Fackel ist scheiße und ich hau ihn einfach weg. Fackel kann mich mal. Hier ist alles. Hier kann man alles abfackeln. Warum soll ich das machen? Außer Fackel steht darunter. Das war schon wieder mit dem Licht. Eine Golderz. So kann man... Ich habe es nicht wirklich gefunden. Ich habe es erstellt. Ich bin nämlich ein Supermagier. Die Magie, weiß ich. Ich finde es doof, dass man die Magie alle kaufen kann am Anfang schon. In Weißdingens. Sollte man die nicht eher finden nach und nach? Wäre das nicht irgendwie cooler? Weiß ich auch nicht. Würde ich auf jeden Fall finden. Weiß ich nicht. Naja, weil ich finde es schade. Diesen Zauber, den ich gerade habe, diesen Verwandlung, das ist toll. Das ist eine tolle Idee. Gian die Faust. Warum bist du hier? Und warum habe ich dich umgebracht? Warum hast du mich angegriffen? Ich verstehe das nicht. Bitte sag es mir. Ach, Mendo. Dann geh einfach wieder zurück. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade passiert ist. So. Das Licht ist schon wieder aus. Egal. Ne, von da unten kommen wir. Ja, das war wirklich nicht viel, was in Ordnung geht. Dann gehen wir mal in die Katakomben drüben. La 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 la. Mach kein Ärger. La 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 la. Ich höre dir nicht zu, ich höre dir nicht zu. Ich gehe ins Gewölbe vom Rattenweg. Denn da. Ich gehe hin. Rattenweg, Gewölbe. Ah, ich fall runter. Hast du gesehen, wie ich runtergefallen bin fast? Oh, oh. Bist wieder. Warum sind die jetzt böse? Ah. Weil ich nie weiß. Wow, sieht man gar nicht die Falle. Balls are touching. Ist die tot? Mann, sehe ich cool aus. Ah! Die treffe ich nicht. Danke. Da ist aber jemand vom Skiver. Nord! Ein Nord? Okay, das ist nur ein Nord, nicht der Name Nord. Schon gut. Ich vergesse immer, dass die Nord heißt. Haben wir noch irgendwas hier? Nö. Wie einfach. Das finde ich cool. Wie er umdreht.
Soll ich mir weniger Geräusche machen? Da kann ich schneller bewegen dann. Überleg nämlich gerade. Wenn ich sowieso die Fähigkeit erhöhen möchte, dann könnte ich ja eigentlich auch 50% weniger Geräusche. LOL. Warte. Was? Und jetzt? Oh, mein Gott. Ah. Das war gar nichts. Wir sind verloren. Rückzug. Ach, Lydia springt runter. Na dann. Ich bin runtergefallen, weil ich nicht wusste, wer daher kam. Der das. Ach, ich dachte, ich wäre total clever. Ach, Menno. Ich dachte, ich wäre total clever. Und dass der unter mir läuft, aber... Da habe ich wohl falsch gedacht. Ziemlich falsch. Also so ziemlich. Da ist eine Tür. Aber ich sehe nichts, Mann. Blöder Sack. Ich habe schon wieder die Stahlpfeile. Warte mal. Für die Gegner, ey, brauche ich die Stahlpfeile ja nicht, ne? Wenn hier eine Tür wäre mit dem Schlüssel, wäre ja was, wenigstens etwas, aber nein. Ich verstehe nicht ganz, warum die hier rumlaufen und böse sind. Oh yeah. Oh yeah. Wir sind ein gutes Team. Deshalb, ich hasse es, wenn es im Weg ist und dass sie mal vorläuft. Man muss voll mitarbeiten. Aber dann wiederum sind wir ein tolles Team. Sie geht nach vorne, ich schütze hier im Hintergrund und töte sie. Das finde ich eine tolle. Also, das macht schon Spaß. So. Die meisten arbeiten ja irgendwie mal alleine, was ich auch verstehen kann. Na komm, na komm. Geld. Und verschlossene Truhen, aber das ist schön. Das Gute, deshalb mag ich so gern Banditen töten und sowas. Die haben immer Geld dabei und andere Sachen, die sie geklaut haben. Die kann ich dann nehmen. Dann haben die geklaut und ich bekomm's. Was denn? Da ist ein Zeichen drüber. Übertreib's doch nicht immer so. Dravins Bogen. Nehme ich einfach mal mit, weil er einen Namen hat. Vielleicht bringt das ja was. Oh, und Steve. Oh. Ah, nee, da liegt jemand. Nope. Nur eine kaputte, also so eine schiefe Truhe. Ein Amboss? Nein, wollte nutzen. Joa, hört keiner, ne? Alles gut. Eisenbahn habe ich schön viel. Mit Eisen kann man hier unten, Eisen braucht man immer für andere Sachen. Oh, ja, ich kann so viel Schmuck machen. Elfen, nö. Komm, wir machen uns ein Eisen durch. Das ist, glaube ich, nicht so der ist nur 2. Kostet aber auch nur 10. Nee, schon gut. Dann holen wir uns lieber die anderen Sachen. Na, Lederstreifen. Ich will den Hammer nicht. Eisenstiefel können wir verbessern.
Wie viel bringt denn verbessern? Boah, gar nichts. Schon gut. Hat sich erledigt. Scheiße. Hoch. Jetzt bin ich hier. Okay, hier waren wir schon. Ich würde mich schnell gerne mit dem Bogen schneller bewegen können. Das wäre schön. What the fuck? Was machst du denn? Drück doch noch. Ich hab meinen Finger doch gar nicht hochbehoben. Ganz ruhig. Ah, jetzt bin ich hier. Ja, dann müssen wir da jetzt runter. Die wollten, dass wir einmal rumlaufen, weißt du? Ja, Pustekuchen. Hui. Wenn er fällt, macht das automatisch. Rattenweggehege. Na dann. Da bin ich aber gespannt, was am Ende ist. Voll random. Hallo? Ja, dass es keinen Ring gibt, irgendwie. Du siehst die Gegner vorher. Nein, ihr werdet mich niemals finden. Was? Nee, dass man so, dass man irgendwie so das dritte Auge oder sowas ausrüsten kann. What the fuck war das? Messer? Ja. Buch? Ja. Eimer? Ja. Tintenfass? Nein. Bist du eine Hexe? Oh mein Gott. Ist der böse? Eimer, Messer, Buch, Tintenfass, Stein. Nein, nein, nein. What the fuck? Ist der jetzt böse oder nicht? Der hat einen Namen. Hey, du. Hey, du. Feuer erleuchteten die Nacht. Überall am Romare-See, wie herabgefallene Sterne. Es war wirklich schön. Sie waren golden, selbst als Tote. Aber ihr Blut war rot, ich wusste es. Sie waren golden, ach so, okay. Selbst als Tote. Keine Ahnung, komm wieder. Ihr Blut war rot, das Baby heult immer noch, ey. Meine Fresse. Entweder es geht ihm richtig scheiße und hat keinen Bock mehr auf das Leben. Oder es ist einfach nur Kacke und es wird ein richtig dummes Kind. So richtig so. Ich will aber mein Auto mit 16. Ach, keine Ahnung. Dass in Amerika das normal ist. Finde ich heftig. Tintenfass, Stein, Eimer. Hallo. Messer. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Gnade. Ah, die Taube. Nicht angreifen. Ich werde heute Abend gut essen, mein Schatz. Verdammt. Seid ihr zum Sterben bereit? Nein, nicht die Taube töten. Nicht die Taube töten. Knyakra. What the fuck? Die Taube. Ich bin so verwirrt. Sind die alle eingesperrt worden? Also, der ist nicht böse. Oh, guck mal, das leuchtet. Messer, Buch, Tintenfass, hä? Stein. Nein, nein, nein. Hey, komm her. Komm her! Ich will dir nichts tun! Kommt her! Kommt her! Kommt her! Kommt her! Warum denn? Ich werde heute gut essen, mein Schatz! Danke, Lydia. Hä? Was ist los mit dir?
Bist du Kochmütze? Von dem kriegt man eine Kochmütze. Und die sind alle böse. Weil sie durchgeknallt sind oder warum? Ich verstehe das nicht ganz. Oh fuck. Ich werde heute Abend gut essen, mein Schatz. Ah! Bei den Göttern, nein! Bei den Göttern, nein. Jemand muss helfen. Ja, was denn? Wem? Wem soll ich helfen? Ich bin total verwirrt. Ich weiß nicht, was, warum ihr hier seid und was ihr macht und überhaupt. Ich bin sehr verwirrt. Ich werde die Tür nicht öffnen. Also könnt ihr mich auch genauso gut in Ruhe lassen. Ich bin höchst gefährlich. Zwingt mich. Wenn meine Freunde davon erfahren, dass ihr mich belästigt habt, steckt ihr in Schwierigkeiten. Warte kurz. Ich werde mal niemanden irgendwie ansprechen. Und einfach mal... Ja. Wenn meine Freunde davon erfahren, dass ihr mich belästigt habt, steckt ihr in Schwierigkeiten. Ich bin höchst gefährlich. Ich werde die Tür nicht öffnen. Also verschwindet. Kann ich die Tür nicht einfach öffnen? Na komm. Ich bin verwirrt. Messer? Ja. Ja. Hä? Eimer? Ja. Tintenfass? Nein. Was passiert hier? Wer hat die eingesperrt? Und warum? So, okay. Makellosen Granatstein, Tintenfass... Nimm mir das einfach weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Der Tod ist stark überbewertet. Okay. Habe ich Hefid einfach mal jetzt laufen lassen. Soll sie machen. Mir egal. Gut. What the fuck? Fidelifug. Hier kann man auch was aufmachen. Oh, ich hätte die Tür einfach so aufmachen können. Okay. Wer seid ihr denn alles? Wenn meine Freunde davon erfahren, dass ihr mich belästigt habt, steckt ihr in Schwierigkeiten. Soll ich ihn erschießen? Komm, wir probieren es einfach mal. Ich werde die Tür nicht öffnen. Also könnt ihr mich auch genauso gut in Ruhe lassen. Ich bin höchst gefährlich. Zwingt mich nicht rauszukommen und euch weh zu tun. Wenn meine Freunde davon erfahren, dass ihr mich belästigt habt, verschwindet. Vorsichtig. Oh, Espen ist nett. Jetzt plötzlich Kopfgeld. Plötzlich gibt's Kopfgeld. Weißt du, Kopfgeld. Ihr hättet nie herkommen sollen. Salvianus, du hörst dich ein bisschen an wie der Junge. Das ist aber Attian. Ist das alles, was ihr... Ich habe keine Ahnung. Hier mit ihm habe ich ja geredet. Ich hatte eine Medaille mit einem Gesicht darauf. Okay. Danach habe ich sie weggeworfen. Es hat nicht geholfen. Er hat mir alles erklärt, als ich noch verstanden habe. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß es noch. Sie waren golden, selbst als Tote. Aber ihr Blut war rot, ich wusste es. Ich verstehe endlich, was das alles bedeutet. Ja, gib mir eine Questmarke. Welchen Grund es hatte. Das Töten und das Sterben. Er erzählt es euch. Fragt einfach. Aber das müsst ihr gar nicht. Er erzählt es sowieso. Die Feuer erleuchteten die Nacht. Überall am Romare-See, wie herabgefallene Sterne. Es war wirklich schön. Ihr glaubt nicht, dass Hoffnung besteht, oder? Ich auch nicht. Er hat recht. Sie waren golden. Ja, okay, doch. Erzählt nichts weiter. Dann würde ich mal sagen, ich... Hallo. Ich werde die Tür nicht öffnen. Also könnt ihr mich auch genauso gut in Ruhe lassen.
Kommt her, bitte. Was? Verdammt! Stopp! Bitte bringt mich nicht um. Nö, mach ich nicht. Ich will nur die Kochmütze hier haben. Ein Schleifstein und was anderes. Ist egal, komm. Lassen wir die Frau in Ruhe, die Taube. Dann wiederum. Verschont mich bitte. Wieso habe ich das schon aufgemacht? Nein, nicht! Messer? Ja. Wieso konnte sie. Warum konnte sie plötzlich das öffnen? Warum könnte sie es plötzlich öffnen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ein Spiel einfach so verwirrt, dass man keine Ahnung hat, was gerade los ist. Man sich einfach merkt, okay, die sind da und vielleicht muss man später nochmal hin. Und die Leute, treffen. Das könnte gut sein. Aber ich bin eher genervt jetzt. Jetzt muss ich mich den ganzen Weg wieder raus. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Naja, wir haben wenigstens ein paar umgebracht. Haben irgendwelche Sachen mit vielen Namen, die wir nicht wegschmeißen können, weil wir sie vielleicht irgendwann mal brauchen. Super. Ist schon mal genial. Warum zeigt der Marker nicht hier hin? Doch, aber ich habe doch eben Marker gesehen. Das war ja doof. Das war total doof. Was soll das?